Hör dem Goblin zu. Du bist kein Goblin. Ich bin ein Goblin. Du bist genauso wenig ein Goblin, wie ich ein Zwerg bin. Ja, du bist ja ein Zwerg. Ich bin kein Zwerg. Du bist ein Zwerg. Marco ist ein Zwerg. Ja. Siehst du? Nur weil, du dich anders siehst. Nur weil ihr irgendwelche Halluzinogene eingenommen habt, bin ich kein Marco Zwerg. Sammelt doch die ganze Zeit die Pilze. Ja, dem nehme ich ja die Antwort auch ab. Du bist einfach nur blind. Ach so. Entweder bist du blind auf beiden Augen oder einfach nur blöd. Das habe ich nicht gesagt. Wir wollen auch hier mit Sars Baras sprechen. Marco kann das jetzt hier. Das sollte vielleicht Marco sowieso machen, weil. Also ja, stimmt, wegen Gith. Ja, ja. Der noch so was. Einheimische Sprache beherrscht. Hier oben, Gishenki. Toten sprechen, ja, richtig. Gut, dass ihr dran gedacht habt, ich hätte es vergessen. Ja, ich habe mir das auf den Arm geschrieben. Haben wir da nicht letztes Mal noch drüber gesprochen, dass wir es sonst vergessen würden? Deswegen habe ich mir auf den Arm geschrieben. Corp seems willing to speak. But not to its killer. Was? Aber Marco hat ihn da nicht umgebracht. Sie hat mich umgebracht. Muss man ja auch mal sagen. Seems willing to speak, but not to its killer. Kann man sich verkleiden? Victor, du kannst dich doch verkleiden. Nein, kann ich nicht. Also sind wir denn alle dann die Killer? Offensichtlich. Aber hatten wir nicht irgendwie so ein Item, womit man das konnte? Oder täusche ich mich da jetzt? Täuschen? Warte mal. Welchen Trank? Trank der Veränderung, Trank der Unsichtbarkeit, Widerfall, Heldenmut, Gedankenlesen. Giftresistenz, Fliegen, Dunkelsicht. Ich geh mal einmal kurz ins Lager. Ja, da wollte ich auch gerade reingucken, ja. Und auf einmal sind sie alle weg. Ich stehe hier ganz allein. Ja, ich habe gefühlt 10.000 Items in meine Truhe geworfen. Da kann irgendwas bei sein. Frage ist nur, welches ist meine Truhe? Da. Maske des Gestaltwandlers. Ah. Damit könnte es doch gehen, oder? Ja, könnte. Stimmt, das ist das nicht sogar unser Item, was wir gekriegt haben, weil wir Early Access hatten? Nee, weil wir die Deluxe Edition genommen haben. Meine ich auch. So, zu was mache ich mich denn mal? Ganz egal. Jetzt zum Schlumpf. Wer hat deinen Schlumpf? Dein Schlumpf ist Trumpf. Ah, ich kann zum Drachenblut werden. So. Ah. Da bin ich mal gespannt, ob es jetzt funktioniert. Oder ob die immer noch sagt, nee, du bist immer noch der Mörder. Oh. Aber kannst du jetzt noch Gedanken machen? So. Ah. Moos die Krippe. Was ist das für eine Waffe, die ihr gesucht habt? Also die 3 und die 5 sind für mich die wichtigsten, ehrlich gesagt. Ja, der Rest. Ja. Wir haben nur 3 Fragen, nicht? Ja, deswegen. Ich mach mal die 5. All powerful. Flackets Price. Okay. Er hat uns nicht weitergeholfen. Was seid ihr von Beruf? Kommt ihr öfter her? Wisst ihr, wo die Krippe ist? Mountains. Okay. Nicht den ja, das klingt interessant. At the crash. Cleansing. Okay. Wer soll was ihr von Beruf? Schwertschwinger, definitiv. Aber wer aber ist interessanter? Wer seid ihr? Also. Cool. Was seid ihr von Beruf? Warrior of Lachis. Okay, schmeiß weg. Spell's power wanes.
You can ask no more questions. Ja, war eh unsinnig. Hat sich überhaupt nicht gelohnt. Nö, irgendwie nicht, ne? Ey, was ist denn das auf der Karte? Aber warum ist denn auf der Karte noch dieser Kringel? Vielleicht, weil wir mit allen reden können? Nee, weil Marco doch das Item noch aufgesammelt hat, was wir beim letzten Mal nicht komplett angeguckt haben. Diesen Kringel, den ich ihm gegeben habe. Stimmt. Aber es ist schon mal cool, dass es geht, wenn er sich in eine Gestalt wandelt, dass das dann funktioniert. Finde ich schon mal super. Muss draufklicken, Friedo. Ich aktiviere die Scheibe. Aktiviere sie. Magical energy courses through the slate. You are flooded with understanding. A mystical map glows before you, revealing a Githyanki refuge within a temple at the mountain pass. A crash. The slate also reveals their mission, to locate a polyhedric relic of great importance to your queen. Aha. Noch eine Mission, eine neue. Na, ah, guck mal, jetzt ist das auch weg von der Karte. Ich habe eben gerade übrigens festgestellt, dass ich im Lager in meine Truhe geguckt habe, dass ich, wenn ich in die Truhe gucke, in die Inventare von allen anderen Charakteren auch reingucken kann. Mhm. Das ist auch noch nicht die ganze Zeit so, oder? Nee, das hatten sie aber schon. Aber es war schon irgendwie auch schon so 10, 20 Stunden her. Das mag sein. Wir gucken nur einfach sehr selten in die Truhe. Wir sind auch sehr selten im Camp. Wir lassen da meistens nur die Leute rumstehen. Ja, ist jetzt die Frage. Gehen wir erst in den, Untergrund? In den Untergrund oder eher nicht? Also wir haben jetzt ja hier wirklich alles. Ich mein, das heißt... Ich meine, hier ist... Da ist ja noch... Im Süden von uns ist ja noch ein bisschen schwarz. Kann man da hin? Das sieht nämlich so aus. Nee, das sieht aus wie der Berg einfach, der hier die Map teilt. Ja, aber manche von den Dingern sehen aus wie... Zwischen dem Berg, deswegen. Ja, ich glaube nicht. Also höchstens vielleicht da unten beim Goblin-Lager. Da geht ja noch so ein Weg so nach oben ein bisschen rein. Ich weiß nicht. Da, wo diese Brücke ist. Seht ihr das? Mhm, ja. Weil die Brücke, die im Norden ist, ist ja... Weil... Ich meine, ich gehe da jetzt mal da lang gehen. Warte, hier könnten wir noch rüberspringen. Dem kann ich auch reden. Oh. The corpse regards you lifelessly. Okay, es ist uns alles völlig egal. Hier sitzt ihr was wert? Bring magic. Ja, den habe ich schon längst an. Na dann nicht. Den habe ich schon längst an. Ist er so. Ja, das stimmt. Da können wir nochmal rüber, wo Friedhof ist. Wo ist Friedhof? Süden. Da. Ist das nicht der Bergpass? Nee, das ist nicht der Bergpass. Ach so. So. Au. Sollte nicht so durchsprinten. Da bist du rübergekommen. Ja. Ohne größere Probleme, wieso? Oh, hier ist ein Gang. Oh, er hat einen Weg ins Unterreich gefunden. Also durch das Unterreich. Ach, nö, es ist mal wieder ein Weg, der in das zerstörte Heiligtum führt. Noch einer. Also ich glaube, wir haben jetzt 7 Wege, glaube ich, die wir alle hier rein hätten nehmen können. Wir haben den lautesten und offensichtlichsten gewählt. Okay, ja gut, dann haben wir wirklich alles abgedeckt. Lass mich raten, bei euch ist auch wieder nur ein anderer Weg, der hier ins Lager führt, oder? Weiß ich nicht. Also wir sind jetzt über dem Goblin-Lager. Ja, genau, ihr seid über dem Goblin-Lager, deswegen also entweder ist er hinten. Wir gehen mal rein. Erstmal einen Erdhaufen hier aufschütten. Balsam.
eine Rauchpulverbombe ist da drin. Yes, die brauche ich. Und heiliges Wasser und eine Säurefiole. Alles für Julian. Und Gold. Oh, nice. Ja, und ansonsten ist da gar nichts, sondern nur noch ein Weg nach unten. Ja, und dann kommt man wahrscheinlich auch einfach dann rein. Ja, genau. Gut. Ja. Na gut. Ich würde sagen, wir gehen ins Unterreich. Unerreich? Unerreicht? Unerreicht. So, ah ne, Strand brauchen wir, ne? Strand war das. Strand. Stimmt, ist die Frage. Ja, da ist doch das Schiff noch. Was ist auf dem Schiff jetzt eigentlich? Ach, noch? Warte mal, ich wollte nochmal zur Myko-Kolonie. Ja, Fridtjof bestimmt auch. Was soll ich denn da noch? Bestimmt irgendwas verkaufen, oder nicht? Du willst bestimmt noch, oder hast du schon alles verkauft, was ich wollte nämlich auch nochmal hier die Hände abchecken. Ja, eben, das dachte ich nämlich auch gerade. Nochmal wenigstens ein bisschen was mitnehmen, so die letzten Sachen. Das ist dasselbe? Oh, warte mal, kann ich nochmal mit Omelum sprechen? Omelum? Pummeluff? Welcome back. Ich frag mal. Have you made? Let me see if it will answer my summons a second time. Hä? Was passiert jetzt? Ah, Pummeluff. Ach. Kannst du der Dude da. Mit dem Psychopathen reden. I greet you, child of the stars. Lass uns handeln. Oh, kann ich echt? Was? Lass mich eure Waren sehen. Geil. Stirb, Ausgeburt, Angriff. Einfach so random aus dem Nick. Ja, das kennen wir doch aber alle schon. Lass mich handeln. Ja, okay. Boah, was hat der denn da? Elixier der psychische Resistenz? Ups, zu langer Rast. Resistent gegen psychischen Schaden. Perlenregeneration, was ist denn Musik das? Ist interessant irgendwie hier teilweise. Gab's hier nicht noch einen Händler? Ach ja, kannst sie verbrauchte dahin, ne? Zauberplätze deiner Wahl bis zum dritten Grad auffüllen. Alter Schwede. Okay. Das ist ja krass. What? Kauf ich direkt mal. Nimm alles mit, was du kriegen kannst. Bestimmt. Was ist das? Eine bleiche Leiche? Ah, ja, sehr günstig, nehme ich auch. So, Fridtjof ist schon mit der am Reden. We'll be clearing out soon enough. Die hat einen Ring, der schädliche Extraktion bewirkt. Deine Waffenangriffe bewirken zusätzlich 2 Säureschaden. Oh Mann, eigentlich müsste ich mich... Klingt ich hätte auch so Bock, mich mal wieder auf was anderes zu skillen eigentlich. Irgendwie... Weiß ich nicht, du kriegst hier so viele tolle Items und Möglichkeiten an die Hand. Ja. Und ich Gummibärchen hier nur so rum halt. Ich meine, ja, es funktioniert, ist auch ganz cool, aber weiß ich auch nicht. Du weißt, was ich meine, ne? Und es gibt einen Ring des Springens. Warum brauche ich einen Ring des Springens? Was? Ring des Springens? Ja, der gibt einem den Zauber Springen. Ein Verwandlungszauber Springen. Ist das ein Springring? Ja, ich glaube schon. Ja, nimm ihn mit. Ja, nimm ihn mit. Verdreifache deine Sprungreichweite für 10. Ja, ist doch geil. Das ist doch mega geil. Warum soll man das brauchen? Hä? Ich habe hier auch noch einen, nice. Einen Ring des Werfens. Hat ja, nichts mit Werfen zu tun. Ein Amulett der Genesung hat heilendes Wort und massenheilendes Wort. Wollen wir das mitnehmen? Massenheilung? Ja. Klingt gut. Warum nicht? What's up for discussion? Hat von euch noch jemand was ich verkaufen kann? Nee, du hast, glaube ich, alles von mir verkauft, was es zu verkaufen gibt. Ja, ich bin sowieso auch gerade noch hier am Just Handeln. Not fast enough. Any word on my people? Ach ja, stimmt, für die Troller mussten wir es ja noch holen. Also ich habe gerade auf der Karte auch geguckt. Also das Schiff muss woanders hinführen. Weil wir haben oben den Ausgang, der wieder an die Oberseite führt. Und da steht dann, Reise zum Gebirgspass, erreiche die Githyanki-Krippe, folge der Githyanki-Karte. Wenn ich auf dem Schiff bin, steht da, befreie die Tiefengnome, töte Nere und erreiche die Adamant-Schmiede. Das heißt, das muss weiter im Untergrund sein. Ich habe das dumpfe Gefühl, das könnten wir zuerst machen, bevor wir weiter nach Dingsbums gehen.
Ja, definitiv. Steht doch außer Frage. Natürlich gehen wir erst da aufs Schiff. Brauchen wir Tränke der Unsichtbarkeit? Nee, habe ich super viele noch in meinem Inventar. Ich glaube, Tränke der Unsichtbarkeit habe ich... ein. Ich habe super viele ein. Mal nochmal ausprobieren, wie das funktioniert. Nein, das wollte ich nicht. Woran sieht man, ob ein Elixier dauerhaft wirkt? Was? Wie dauerhaft? Kann man das sehen? Ja, aber ich habe hier einen. Also wenn es bis zu lang Rast wirkt oder sowas, dann steht da bis zu lang Rast. Das steht hier ja nicht, deswegen. Steht nur einmalige Verwendung. Ja, unten, aber oben im Text. Ja, oben im Text steht nur so ungewöhnlicher Trank. Also auch nicht der Hügel. Nee, Elixier der Hügelriesenstärke. Also das ist ein, ach so, das ist der ganz normale. Also bei mir steht Zutat. Beim Elixier so, der Hügelriesenstärke. Ja, den habe ich auch. Das steht bei mir bis zur Langrast. Ja. Okay, weil das steht mir hier nämlich nicht. Weil ich wollte gerade sagen, oh, das wäre interessant für Alchemie, weil die hat schon eine ganze Menge Zutaten. Und das hätte mich jetzt auch gewundert. Für immer. Nee, Hügelriesenstärke haben wir auch super viele Tränke noch. Davon habe ich... wo war das? Davon habe ich noch einen. Ich habe auch zwei. Siehste, das stimmt, Marco hat auch zwei. Weißt du, warum hast du so viele Äpfel? Achso. Saftige Äpfel und vergiftete Äpfel. Ja. Was bist du für einer? Ich glaube, die kann ich auch mal verkaufen. Die guten Äpfel! Wenn wir, glaube ich, niemals irgendwie einsetzen können. Nein, Marco! Du kannst das nicht tun! Oh. Nimmt nur Inventarplatz weg. Oh. Spinkjoff rüstet sich gerade um. Nee, ich habe mir nur diese zwei Ringe angedingst. Warum dingst du dir den Ring des Springens jetzt an? Nee, ich will mich einfach nicht aufregen. Warum nicht? Ich habe nicht einen einzigen Ring angehabt. Ja, und er... Was willst du jetzt? Es gibt einen in der Gruppe, einen, der am Springen ist. Und was macht Fridtjof? Er rüstet sich zwei Ringe des Springens an. Nein, ich habe einen Ring des Springens und einen ätzenden Ring. Ach so, okay, Entschuldigung. Ich hab mich verlesen. Tut mir leid, der eine kann ätzen bleiben. Dann gib mir einen anderen Ring. Welchen willst du denn haben? Mir scheißegal, gib mir irgendeinen anderen Ring. Wenn der Träger im Kampf maximal 50% seiner Trefferpunkte hat, erhält er einen Zug lang Wucht. Bitteschön. Nehme ich den. Ist ja gut. Ziemlich egal, nur ich renne seit gefühlten 53.000 Stunden ohne Ringe rum. Ja, dann sag doch was. Aber das Ding ist wirklich, wir reden über das Springen und oh, wie krass das ist mit dem Springen. Oh, und dann, nimm du das doch. Was ist denn das? Das ist eine Bonusaktion. Das ist ein Zauber im Grunde genommen. Das gilt als Verwandlungszauber. Ja. Aber es ist auch eine Bonusaktion, also um das auszulösen. Muss mal gucken, wie ich das mache, wie das funktioniert. Aber weiter springen ist schon nicht schlecht. Kannst du von mir auch wieder haben irgendwann. Irgendwann habe ich garantiert andere Sachen, die interessanter sind. Aha, jetzt ist es ziemlich interessant genug. So, Leute, wollen wir weitermachen oder? Ich die Augen weglege und dafür die Heilungsdinger nehme oder? Bist du Heiler? Ich hab Heilzauber. Meinst du das Amulett der Genesung oder was? Ja, oder ob das auf irgendwem anderen sinnvoller ist für Heilung quasi. Ich kann so. Ich hab nichts mit Heilung. Ich kann nichts mit Heilung machen. Ich auch nicht. Aber du hast ja auch schon den Heilungshut jetzt ja auch auf. Ja, hab ich. Heilungsskill. Das wäre ja was. Heil dir, Fridtjof.
Heilungsfrigjof. Eigentlich ist diese Nekromantie-Zauber doch auch eigentlich eher Markus-Ding, oder? Nekromantie mache ich eigentlich nicht. Ja, diese Nekromantie-Zauber, das sind ja auch mehr so Strahlangriffe hier. May your What? Travel. Achso, ich dachte gerade, was passiert jetzt? I greet you, child of the stars. Ah, was machst du? Da wird er reingezogen. Immer! Ich werde immer in deine Gespräche gezogen. Wie konnte ein Geig die Kolonie verlassen? Hatten wir doch alles schon mal gefragt. Hatten wir? Eine ja. Okay. Hat er nicht irgendwann gesagt, oh, ich habe einfach meine Schwarmintelligenz ausgeschaltet und schütze mich jetzt durch dieses Ding, was ich dir gegeben habe? Ja, stimmt, du hast recht. Ist ja gut. Jetzt ist er für alle offen und jetzt müssen wir ihn töten. So, dann komm mal runter zum Strand. Oder ich klicke einfach auf das Boot. Na, warte mal, ich muss mal mein kurz mein Dings, wie heißt es? Mein Inventar hier sortieren. Ich hab noch so viel Scheiße, die nicht im Mann. Kannst du auch noch auf dem Schiff machen? Nee, kann ich nicht, wenn du mich ständig und andauernd aus dem Dings rausgehst. Zum Glück höre ich ihn kaum, also von daher ist es okay. Du hörst mich nie, wenn du mich nicht hörst. Jetzt höre ich dich. Du hörst mich nie, wenn du mich nicht hören willst. Das ist so ein psychologisches Ding bei dir, glaube ich. Aha, ja, psychopathisches Ding so. Nee, psychologisch. Hat jemand noch Interesse an Hitzeschuhen? Wahrscheinlich nicht. Was für Schuhen? Was Instant? Machen Hitzeschuhe? Hitzeschuhe? Wenn du einen Gegner verbrennst, erhältst du 2 Züge lang Hitze. Wahrscheinlich verbrennt niemand von uns was, oder? Ich habe zwar ein paar Feuerzauber, aber die verwende ich nie. Na gut. Bewegungsrate durch schwieriges Gelände wird nicht beeinträchtigt. Sind hier auch noch Stiefel? Stimmt, ich habe auch noch die Stiefel der Geschwindigkeit. Och man, die würde ich auch so gern noch nutzen. Tja. Was ist denn noch eine Bonusaktion? So viele habe ich nicht. Scheiße. Du müsstest halt einen Centaurus spielen, damit du alle deine Stiefel nutzen kannst. Ja, ja, das bringt mir auch nichts. Das Ding ist, ich brauche halt nur noch mehr Bonusaktionen. Wie viele Bonusaktionen brauchst du denn noch? Ja, warte. Ja, ich würde einmal die Bonusaktion halt für Springen auswählen und dann bräuchte ich noch die Bonusaktion für Fersen zusammenklicken. Mhm. Weil meine Stiefel, die ich hier noch habe, haben Fersen zusammenschlagen. Und dann habe ich die Bewegungsrate um wie viel erhöht? Steht das da? Verdoppel deine Bewegungsrate. Ach krass, und die Gegner sind bei Angriffen gegen mich im Nachteil, bei Gelegenheitsangriffen. Natürlich auch eine coole Nummer. Ja, mal gucken. Ich drück mal auf Schiff. Ja, Marco? Ah, warte, Strand? Nein, ja, ja. Warte. Wieso, glaubst du, er kommt nicht mit, wenn wir ohne ihn losfahren? Doch, wahrscheinlich schon. Kann er hinterher schwimmen? Hallo. Wenn du an Bord des Flosses gehst, gelangst du zum anderen, als anderen Seite des Sees. Achso, okay, okay. A vessel wobbles on the lake's murky waters. In die Dunkelheit segeln, ja. Mhm. Weg. What are you doing on Gex Raft? Piraten!
Where's Gek? Who are you? Ja, warte, den Gag hast du nicht verstanden. Du bist voll athletisch, Alter. Ach du Scheiße. flinke Blitzfüße. Dropkick ihn ins Wasser. Hohoho. Das passt zu Gummibärchen. Der Parasiten. Ich will ihn haben. Kannst du ins Wasser fischen? Wasser. Tritt ihn ins Wasser. Scheiße, was soll ich denn tun? Das ist Sparta. Ist. Komm denn! Hä? Ja! Probe nicht. Ach nix! Ich hab gewonnen! Das war alles. Das war so ohne Kommentar einfach so weg. Ich hab ihn einfach vom Boot geschubst. Das war alles. Okay. Oh, sind auch alle Stufe 5. Alter Schwede. Das ist aber auch ein sehr cooles Szenario hier jetzt gerade, wie ich finde. Ja. Erinnert mich so ein bisschen an Divinity. Ich wollte gerade sagen, da gab es auch eine Stelle. Mit dem Raumschiff. Raumschiff? War das nicht so ein fliegendes Schiff? So ein wir waren Lehre irgendwo. Wir da irgendwie aber es war kein Raumschiff. War doch. Ja, es war ein Schiff, ein Flugschiff in einem luftleeren Raum. Also ein Raumschiff. Komm, Raumschiff hatten wir, als wir hier angefangen sind in Baldur's Gate. Also sind wir schon wieder da angekommen. Für mich ist es ein Raumschiff gewesen. Flugschiff und Raumschiff sind unterschiedlich. Natürlich kannst du doch drüber springen. Was? Ach klar, kann ich das. Ich kann jetzt richtig weit springen. Tja, warte übrigens, dass du den Wurm nochmal zurückholst. Ach so, ja. Autsch! Aha, mein Teufelchen. Wie ist das eigentlich? Kann ich jetzt eigentlich mein Ding aktivieren? Oder? Nee, jetzt geht auch nicht. Du kannst dein Ding aktivieren. Kann ich jetzt eigentlich mein Ding aktivieren? Ei, ei, ei. Guten Tag! Ich will mal kurz vorbeischauen. Oh, ich treffe sogar 3. Was kann ich denn machen? Stachel. Das mache ich jetzt erstmal hier so einen halben Tag lang. Dann habe ich irgendwann keine Lust mehr. Ja, wie gesagt, so witzig das mit dem Ding ist, jetzt so nach ein paar ein paar Kämpfen hat sich das halt leider auch schon ein bisschen abgenutzt. Aber es ist ziemlich mächtig. Es ist halt sau effektiv, ne? Ja, und ich bin noch nicht mal auf meiner absoluten Distanzreichweite, muss man auch dazu sagen. Ich könnte sogar noch so viel krasser werden. Es ist halt schön, dass das möglich ist, finde ich. Du reizt das auch so komplett aus, ne? Nee, eben noch nicht. Das ist halt, wenn man es ausreizen wollen würde, dann würde man sich wahrscheinlich so einen Waldelf auch noch machen. Richtig, der von, du brauchst... Der von nee, ich glaube Halbelf. Ich glaube Halbelf haben die längsten Schritte. Ah, okay. Ja, irgendeiner war auf jeden Fall super krass. Genau, und dann brauchst du natürlich auch noch, wie gesagt, also ich brauche noch eine zweite Bonusaktion, damit ich halt zum Beispiel sowas wie diese Hackenklicken auch noch machen kann, um meine Distanz zu verdoppeln. Dann kann ich das hier den halben Tag machen. Es ist halt langweilig. Du müsstest wahrscheinlich noch in Fighter reingehen, damit du Action Search noch machen kannst. Aber war Fighter nicht nur Aktion? Oder ich mache ja Dieb. Dieb macht ja Bonusaktion.
Das ist auch das nächste, was ich machen werde in Deep Merde. Ich bin fast tot, sehe ich gerade. Scheiße. Heiler! I need aid! Medic! Du bist so weit weg. Ich komme ja wieder rüber. Wenn der andere mich nicht tötet. Der hätte einfach los, baller auf den Typen. Der kommt gar nicht mehr dran. Nee, ich wollte gerade sagen. Ach, stimmt. Ah, gib einfach ab. Kalar ist noch dran. Sehr schön. Gut, Säureschaden. danke schön. Ihr Leben. Er hat sich selbst mehr geheilt dadurch als mich. Tut mir leid, dass dieses Amulett nur 4 bis 7 Schaden heilen kann. Sehr schön. Nachteil an der Geschichte, dass wir den einen Typen hier jetzt ins Wasser gekickt haben. Wir können ihn nicht mehr ausrauben. Ja. Entschuldigung. Mein Reden. Richard hat gesagt, tritt ihn ins Wasser, tritt ihn ins Wasser. Sind wir alle in einem Links? Ja. Nein, ich noch nicht. So. Das war Massenheilung. Massenangriff. Irgendwie bringt Massenheilung bei dir nichts. Bist du irgendwie heilige Magieresistent oder so? Bin immun. Immun gegen Heilung. Ey, es gibt RPGs, wo das so ist, wenn du zu hohe Resistenzen hast, dass du dich nicht mehr heilen kannst. Okay. Ich habe auch schöne RPGs, wo du mit Heilen Untote plätten konntest. Gothic 2 namentlich, wo du den Endboss als Paladin umbringen konntest mit Untote plätten. Echt? Ja. Ah, nicht vorbei, Ragnarok. Im Online-Rollspiel. Fand ich gut. Muss dein kleiner Dämon auch noch rüber? Ja, wahrscheinlich. Hatten die irgendwas Cooles dabei? Nö. Nö. The craft is ready to sail. Ja, wir fahren weiter, ne? Ja. Ho, Zwerge, ho, Zwerge, ho, Zwerge, ho. Wir fahren übern See, übern See, übern See. Wir fahren übern See.